Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Black Mirror Teil 2. Wir befinden uns immer noch in diesem komischen Atombunker und wollen jetzt mal schauen, was hier unten in dieser Luke drin ist. Falls wir rein können überhaupt. Es scheint zu gehen. Immer noch kein Wasser. Und wir haben trotzdem diese Magnesiumfackeln. Leiter zum Tankraum. Ein Gitter. Rechts konnten wir nicht, ne? Das ist aber die Luke, die runtergefallen ist. Ja, wahrscheinlich, was ist das da? Verdammt! Da oben geht das raus, aber hier ist keine Leiter. Ich vermute, dass der Raum da oben der Raum hinter dem Stahltor ist. Aber ich komme nicht ans Gitter. Sehr wahrscheinlich müssen wir das hier alles mit Wasser füllen. Was ist denn das für Kabel? Der Betonträger hat hier ein Stück Wand aufgebrochen und ein paar Kabel gucken raus. Ich glaube, sie stehen unter Strom. Okay, und das muss ich so wahrscheinlich beheben, sonst sterbe ich, wenn ich wieder hochgehe. Die Kabel abisolieren ist eine gute Idee. Sich dabei an der Leiter festzuhalten auch. Beides gleichzeitig ist allerdings schwer umsetzbar. Leiter zum Tankraum, können wir da irgendwie... Ach so, okay. Ich umwickle die Handschuhe mit Isolierband. Ich biege die Stromkabel am besten aus der Röhre in den Tankraum. Im Endeffekt sind das Haft... Weg mit euch. Mega-Handschuhe jetzt. Fertig. Wo alles dran kleben bleibt. Da liegt es jetzt rum, das Kabel. Schauen wir uns mal noch weiter unten um. Was ist das da? Okay, wir können hier nicht nach links, wie es aussieht, und wir können auch nicht nach rechts. Da ist nichts. Also, können wir den Schlauch jetzt da reintun? Also schön. Ich lege das eine Ende in die Öffnung. Also mit Wasser füllen, oben durch die Tanks. Ja, das habe ich mir ja schon fast gedacht. Schade, dass er nicht rennen kann. Das ist echt schlimm. Und das andere Ende da rein. Die Länge reicht gerade so. Also gut. Fluten wir die Röhre. Hoffentlich ist da genug Wasser drin. Später. Stunden später. Das dürfte reichen. Wer mal Pool aufgefüllt hat, weiß, was ich meine. Okay, hier ist also noch kein Wasser. So, bevor wir jetzt wieder irgendwie krepieren, weil wir ersaufen oder sowas. Testo. Ja, überschreib mal. Ah, du musst bestimmt die Fackeln erst rein, damit wir was sehen, ne? Nein, es geht auch so. Platsch. Ah, da ist Wasser. Finsternis, hallo? Da sind Muttern. Sie halten das Gitter fest. Muttern. Schraubenschlüssel. Es geht. Schade, dass wir nicht wieder durchgetaucht ist. Weiter! Ich würde mal, wenn man zu lange hier hängt, das war's. Dann wird man sehr wahrscheinlich sterben. Gerade noch geschafft. Steine, Gitter. Ah, ich wäre gerade fast ertrunken. Und bei dem Fast will ich es auch belassen. Also er will nicht nochmal da rein, aber können wir da jetzt... Dahinter ist der Bunkerraum. Vielleicht kann man die Tür von dieser Seite öffnen. Das ist ein Schalter. Der öffnet bestimmt die Tür zum Hauptraum. Na, leg mal los. Sehr gut. Kein Tauchen mehr und wir können da rein. Das heißt, wir müssen also wahrscheinlich auch rein, so wie...
sonst wären wir nicht mehr in den Raum wohl reingekommen. Aber bevor wir da wieder zurückgehen, schauen wir uns mal um. Hier haben wir eine schwere Kette. Eine Eisenkette. Ziemlich massiv und schätzungsweise 5 Meter lang. Her damit. Da haben wir eine alte Lore. Eine alte Lore, wie man sie früher in Bergwerken benutzt hat. Anscheinend wurde sie konstruiert, um schwere Lasten zu transportieren. Sie sieht zumindest sehr massiv und schwer aus. Dann sind wir also sehr wahrscheinlich in der Nähe der Mine, wenn das nicht sogar die Mine ist, wo wir auch im ersten Teil waren. Ein Steinhaufen. Die meisten Steine dürften 30, 40 Kilo aufwärts wiegen. Die sehen wirklich schwer aus. Die sehen wirklich schwer. Okay, können wir nichts machen. Da fehlt eines der Räder. Vielleicht wurde sie deswegen ausgemustert. Ich kann die Lore nicht bewegen. Wir müssen uns ein Rad basteln. Haben wir irgendwas zum Rad basteln? Nö, können wir sie ziehen durch die Kette? Ich habe die Kette gerade eben erst gefunden. Ich möchte sie nicht schon wieder hergeben. Genau, weil das ja so eine wertvolle Kette ist. Da ist ein weiteres Tor. Beim Überwinden des ersten Tores bringe ich mich fast um und ein paar Schritte weiter wartet das nächste. Und wie nicht anders zu erwarten, tut sich auch hier nicht das Geringste. Das Tor ist verschlossen und mindestens so massiv wie das erste. Ich sehe keine Möglichkeit, es zu öffnen. Vielleicht gibt es eine Art Kontrollraum, aus dem heraus es geöffnet werden kann. Keine Ahnung. Dieser Raum sieht viel weniger nach Bunker aus als der andere. Eine Kombination aus Bunker und Bergwerk. Warum sollten die Erbauer des Bunkers nicht einen abgelegenen Arm eines alten Bergwerks nutzen? Der Fels bietet zusätzlichen Schutz und es muss weniger erdreich bewegt werden. Da ist eine Erdspalte, ein Riss im Gestein. Vielleicht einen halben Meter hoch. Ich kann nicht viel erkennen, aber der Spalt scheint schräg nach oben zu führen. Der Spalt ist aber die Gitterstäbe. Der Spalt ist vergittert worden. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass er nach draußen führt. Aber die Gitterstäbe sind sehr dick und einbetoniert. Da muss schon einiges an Kraft aufgeboten werden, um sie zu verbiegen oder aus dem Stein zu reißen. Okay. Da die Kette dran. Ich lege die Kette nur um 2 der Stangen. Wenn die herausreißen, hätte ich genug Platz, um in den Spalt zu klettern. Jetzt muss ich das andere Ende der Kette noch irgendwo festmachen. Die Lore läuft mir schon nicht davon. Kein Grund, sie. Okay, da liegt's schon mal nicht. Zurück hier rein. Diesen Kompressor haben wir immer noch nicht benutzt. Der hat doch bestimmt jetzt irgendeinen Nutzen. Können wir nicht? Können wir jetzt hier was... Ah, jetzt können wir auch die Muttern aufschrauben, was vorher nicht ging. Auf uns nur gesagt, dass es Muttern sind. Ah, okay. Wir haben uns einfach nur ein Rad gebastelt. Ein Schwungrad. Es wäre wirklich Zufall, wenn das passen würde. Aber irgendwann brauche ich ja auch mal Glück. Glück? Hallo? Du findest überall genau die Sachen, die du brauchst, um irgendwo rauszukommen. Das könnte wirklich passen. Es ist etwas kleiner als die anderen Räder. Aber zumindest ist es genauso stabil. So, können wir das jetzt bewegen? Mal sehen. Es geht! Ja, aber da... Achso, oder hier runterknallen. Verdammt! Das war's. Die Bretter sind wohl nicht mehr ganz so stabil wie gedacht. Na, ist egal. Hauptsache, es geht irgendwo runter. Eines der Bretter ist durchgebrochen. Zum Glück sind die anderen Bohlen dicker und haben Gehalt. Darunter ist ein Schacht. Ich kann den Boden nicht erkennen. Nach einigen Metern sehe ich nur noch schwarz. Kette dran machen. Und dann sie wahrscheinlich mit den Steinen erschweren. Ich hake die Kette an der Kupplung ein. Sie ist direkt am Rahmen befestigt und sollte einiges aushalten. Das war's. Die Stangen und die Lore sind durch die Kette verbunden. Die sehen wirklich schwer aus. Kann man nicht nehmen. Nochmal drücken. Jetzt habe ich eine an ein Gitter gekettete Lore. Du willst jetzt sie nicht weiter bewegen. Können wir keine Steine nehmen? Die sehen wirklich schwer aus. Ein Steinhaufen.
Die meisten Steine. Okay, das geht nicht. Warum? Magnesiumfackel darunter werfen. Können wir die mal öffnen? Magnesiumfackeln leuchten sehr hell. Vielleicht brauche ich auch einfach nur ein bisschen Hebelwirkung. Weil sie da festhakt. Nee, ne? Brutenbretter. Können wir die entfernen? Ich räume die Bohlen dort an die Wand. Ah, okay. Wieso ging das gerade nicht? Da konnte ich sie nur angucken, ne? Ich musste erst angucken und dann. Immer noch nicht viel mehr zu sehen. Das Licht reicht nur einige Meter weit hinunter. Ah, und jetzt geht das bestimmt mit den Fackeln. Das gibt es doch nicht. Sie ist nicht mehr zu sehen. Ich will gar nicht wissen, wie tief das darunter geht. Auf jeden Fall steige ich da nicht rein. Ja, das ist eine clevere Idee. Das würde ich auch nicht tun. Ich habe die Lore ans Gitter gekriegt. Vielleicht aber auch... Okay, jetzt Steine. Klappt's jetzt? Die Steine haben das richtige Gewicht. Und bis in die Lore kann ich sie wohl wuchten. Ja, 30, 40 Kilo ist nicht ohne. Die Lore samt Stein dürfte jetzt gut und gern eine halbe Tonne wiegen. Dann sei vorsichtig, wenn das Gitter gegen deinen Kopf döngelt. Am besten direkt an Seite rennen. Ja, halbe Tonne kriegst du nicht mehr bewegt. Super. Die Lore steht genau am Rande des Schachtes und ist mit einigen Zentnern Steinen gefüllt. Ich kann sie keinen Zentimeter bewegen. Einem Hebel könnte ich sie das kleine Stück vielleicht vorrücken. Holzbalken. Der ist neu. Die Bohlen haben stark unterschiedliche Dicke. Und einige sind viel stärker vergammelt als andere. Vielleicht sind sie aus unterschiedlichem Holz. Ich nehme eine von den dicken, stabilen. Okay, das sind die Reste, die ich hier weggenommen habe. Den Rest lasse ich, wo er ist. Das stört mich ein bisschen an so ein paar Spielen. Wie das hier oder wie bei Geheimhaltet und Gusta. Ich muss nur zusehen, schnell genug zur Seite zu kommen, sobald die Lore abstürzt. Dass man nicht Sachen vorher nehmen kann oder direkt kombinieren kann, wenn man will. Muss man alles auf die höher passieren. So, nix wie raus die hier. Die beiden Stangen wurden glatt aus dem Beton gerissen. Damit habe ich genug Platz, um durch den Spalt zu klettern. Hoffen wir mal, dass der Erdspalt in die Freiheit führt. Jetzt gelandet. Alte Kirche vom Wormhill. Out of order. Verdammt nochmal! Ich krieche aus der Falle und lande im Versammlungsraum des Ordens? Das kann echt nicht wahr sein. Zum Glück scheint niemand hier zu sein. Eine Schale. Die Schale brennt ein Feuer. Das heißt, dass vor kurzem noch jemand hier gewesen ist. Hoffentlich kommt derjenige nicht zurück, solange ich noch hier bin. Ja, aber da haben wir Glück gehabt, dass hier bei dem Versammlungsort des Ordens, sieht man hier an dem Banner, wo wir den Ring von haben. Wir haben den Ring gar nicht mehr und die uns hier weggenommen. Auf jeden Fall ist das das Symbol und da sehen wir ja auch das Gemälde. Ich glaube, das ist der Markus, oder? Das war doch der Gute. Mäntel. Vor der Kiste liegen mehrere zusammengefaltete Mäntel. 5, 6 Stück. Heißt das, diese Verschwörung besteht nur aus einer Handvoll Leuten? Die sich nicht kennen, laut dem Buch, was wir gelesen haben. Ja, nimm die mal mit, würde ich sagen. Damit wir uns verkleiden können und die nichts merken. Keine Hinweise. Nichts, was mir weiterhelfen könnte. Anziehen. Geht nicht. Ob das hier so eine Art Versammlungsraum ist? Ein Clubraum für den örtlichen Totenbeschwörer und Schwarzmagierverein? Sobald ich Angelina gefunden habe, bin ich sowas von weg hier. Das gibt's doch nicht. Warum stehe ich hier ständig vor verschlossenen Türen? Ah, Scheiße! Ja, schreien noch lauter.
Oh. So geht's auch. Also, das war einfach. Ganz in Ruhe. Angelina ist nach wie vor verschwunden. Vielleicht wurde sie als Köder missbraucht, um mich herzulocken. Aber wieso? Und wo ist sie jetzt? Vielleicht sollte ich noch einmal mit Miss Valley sprechen. Sie weiß mehr, als sie sagt. Oh ja, die war sehr klar. Die Frage ist, was ist mit dem Orden? Wer gehört dazu? Was wollen die von mir? Da rechts unten gucken. Fuck! Okay. War das ein Spukrohr? Blasrohr? Bin ich jetzt tot? Nein, wir haben das Kapitel beendet, wie es aussieht. Direkt wieder gefangen. Und wir waren immer noch nicht im Black Mirror. Kranke Sektenangehörige da. Reginald Boris, der Privatdetektiv, ist tot, wenn er Privatdetektiv auch war. Aber er schien ja das Böse bekämpft zu haben. Und doch ein guter. Warum brennt es da, wo das Buch ist, beim Museum? Da müssen wir auf jeden Fall noch hin. Wir haben ja den Schlüssel. Kapitel 4. Ich glaube, der erste Teil hatte 6 Kapitel. Ach, sie. Wieder gefangen. Ah, mein Kopf. Wer zum Teufel war das? Und wo bin ich jetzt? Ich muss mich irgendwie befreien. Wer weiß, wann meine Entführer zurückkommen. So. Ich würde sagen, eine super Stelle für einen Break. Bis demnächst. Euer Chojin.